Rise by Lifting Others. Getreu diesem Motto setzt sich die Initiative FeMinds für die Erhöhung der Frauenquote im weiblichen Unternehmertum ein. Offiziell gegründet wurde das Frauennetzwerk im Mai 2021. Die Entstehungsgeschichte geht allerdings schon etwas weiter zurück. Also die Community wächst eigentlich stetig seit November 2019. Da hat meine Co-Gründerin einen Vortrag gehalten bei einer Female Empowerment Veranstaltung und der war richtig cool, der Vortrag, und ich bin da mit Gründungsinteressierten und Frauen, die schon gegründet haben, im Publikum gesessen, und es war einfach so ein cooler Drive in der Gruppe. Ja, es waren lauter Frauen da in dem Raum, die alle irgendwie so die gleiche Vision gehabt haben, alle irgendwie so im selben Boot, alle wollten irgendwas schaffen, erreichen oder haben das schon was auf die Beine gestellt. Und dann haben wir gesagt, hey, es ist so eine coole Gruppe, so ein cooler Spirit, treffen wir uns einfach wieder und schauen, was rauskommt. Und rausgekommen ist FeMinds, dessen Community kontinuierlich wächst und wächst. Die beiden Gründerinnen verfolgen dabei ganz klare Ziele. Bei FeMinds haben wir die Mission, erstens, dass sich keine Frau mehr unter ihrem Wert verkauft und auch, dass sich jede Frau im persönlichen und im beruflichen Feld einfach steigern kann und mehr aus sich rausholen kann. Wir wollen einfach, dass Frauen Selbstständigkeit als Inspiration sehen und dann natürlich auch die Gründerquote gesteigert wird. Und weil das eben so ein zentrales Thema ist, wurde FeMinds nach Leoben ins Aula abgeholt. Der ist allein deswegen schon unheimlich wichtig, weil sich die Stadt im Moment so stark entwickelt, die Wirtschaft sich genial entwickelt. Unsere Leitbetriebe machen es vor, aber das geht runter bis zur Gründerinnen-Szene und bis zu den Pop-Up-Stores. Es läuft wirklich sehr gut. Und wenn es so gut läuft, ist natürlich immer auch wichtig, dass man jedes Potenzial hebt, das da ist. Und das stärkste Potenzial ist im Moment die Frauen in der Region. Die Frauenerwerbsquote ist bekanntlicherweise nicht so hoch, wie sie sein könnte. Das ist einfach ein Potenzial, das keinen liegen lassen darf. FeMinds als eine Community, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und bereits bestehende Unternehmerinnen zu bestärken. Ein Netzwerk, dessen Bedeutung auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf.